Der vierte Film des DC Extended Universe Wonder Woman ist für das Home Entertainment erschienen und ich habe hier die 4K Ultra HD Blu-ray-Version des Films. Die werde ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Wir hätten ein Wendecover mit dabei und das Cover gefällt mir richtig gut. Es war, glaube ich, nicht mal ein offizielles Kinoposter, hat man sich extra für die Blu-ray erstellt. Also das Blu-ray-Cover sieht wahnsinnig gut aus hier, sehr farbenkräftig, sehr schön hier links mit dem blauen Himmel, rechts mit dem Sonnenuntergangsrot. Das sieht richtig episch aus, sehr cooler Shot. Das Einzige, was mich dann hier noch stört, wo man noch meckern kann, ist halt wirklich, dass das High Dynamic Range Logo durch das Wendecover nicht auch verschwunden ist. Das finde ich echt sehr schade und verstehe ich gar nicht. Bei den anderen Warner Ultra Debris war das ja immer weg. Ansonsten die Emery ganz normal schwarz mit dem silbernen glänzenden 4K Ultra HD Logo. Auf der Seite hätten wir dann richtig feinen großen Druck von Wonder Woman, den Titelschriftzug, dann DC, Warner und Ultra HD Blu-ray Logos. Auf der Rückseite hätten wir dann auch oben das Ganze sehr bläulich und farbkräftig gedruckt, passend zum Film. Ein cooler Shot von Wonder Woman, von den anderen Charakteren im Film. Eine Aussage zum Film, einer der besten Blockbuster der letzten Zeit. Die Infobeschreibung und natürlich hier das Bonusmaterial. Über 2 Stunden an Specials, was richtig geil ist. Da werde ich auf jeden Fall noch überall reinschauen. Und wie das Ganze dann so geworden ist, auch natürlich alle technischen Details. Wir hatten nämlich eine Dolby Atmos Tonspur, sowohl in Englisch als auch in Deutsch, was auch klasse ist. Und auch zum Ultra-HD-Bild, da gibt es natürlich dann wieder eine Blu-ray-Review auf meinem Hauptkanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr genauere Sachen wissen wollt. Ansonsten hätten wir natürlich wieder einen UV-Code mit dabei. Also ihr seht schon, vom Inhalt her und von allem hätte man das nicht besser machen können. Bereits eingelöst. Wir hätten wieder einen DC-Flyer für kommende Veröffentlichung hier noch für den Justice League-Film. Das erste Mal, dass alle Helden zusammen auf der großen Leinwand versammelt sind. Bin ich auch schon gespannt drauf. Dann hätten wir hier wieder die Info für die ganzen kommenden Serien, die ganzen Fortsetzungen, die Folgestaffel von Arrow, Gotham, Flash, Legends of Tomorrow und Supergirl. Noch einige andere Placements. Dann hätten wir hier 2 Discs, auch richtig klasse mit unterschiedlichen Motiven. Das war ja auch ein Original-Kinoposter, eins meiner Lieblingsposter vom Marketing. Richtig cool hier der Shot von Gal Gadot als Wonder Woman auf die Blu-ray gepackt und die 4K Ultra HD Blu-ray mit einem anderen Motiv. Das ist zwar jetzt nicht allzu kreativ, aber trotzdem ganz cool in weiß mit dem Wonder Woman Logo und auch nicht allzu viele andere Logos mit draufgeballert. Also es sieht eigentlich recht edel aus. Die Disc gefällt mir richtig gut. Oft haben wir hier einfach die gleichen, sowohl bei der Ultra HD Blu-ray als auch bei der 4K Blu-ray, beziehungsweise Blu-ray und 4K. Dementsprechend finde ich es sehr cool und auch kreativ gestaltet mit den unterschiedlichen Motiven. Also eine Top-Veröffentlichung. Genauere Sachen, wie gesagt, erfährt ihr dann in der Blu-ray-Review. Link zu dieser Veröffentlichung ist natürlich in der Infobeschreibung, genauso wie zur Blu-ray, zur 3D-Blu-ray und zum Amazon-exklusiven Steelbook. Da gibt es, glaube ich, sogar 2, ein 3D-Steelbook und ein 4K-Steelbook. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie euch die Veröffentlichung gefällt. Ansonsten, wenn euch das Unboxing gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.